الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Muhammad. Hayakum Allah und herzlich willkommen zur ersten Sitzung des Büchleins oder des Gedichtes Al-Bayquniyya. Und da es heute die erste Sitzung ist, wird es inshallah zunächst einmal eine kleine Einleitung geben, in der wir über einige Punkte sprechen werden, bevor wir dann einsteigen und mit den ersten Versen des Gedichtes heute inshallah anfangen. Und die Einleitung, ihr seht das hier an der Tafel, habe ich aufgeteilt in mehrere Punkte. Der erste Punkt, es geht hier um den Autor dieses Gedichtes und seine Biografie ist sehr interessant. Also der Verfasser von diesem Gedicht, seine Biografie ist sehr interessant, weil sie sich von den allermeisten anderen Gelehrten und Verfassern unterscheidet. Und damit meine ich, dass man sehr wenig oder kaum etwas über ihn weiß. Und das Wenige, was man über ihn weiß, haben die Gelehrten auch im Laufe der letzten Jahrhunderte mit Mühe zusammengesammelt oder zusammengefasst. Man weiß, und ich werde auch gleich erwähnen, warum man oder was der Grund ist, dass er unbekannt ist oder dass man nicht viel über seine Biografie weiß. Man weiß auf jeden Fall einiges über seinen Namen. So wurde gesagt, sein Name ist Umar, und es gibt auch die Meinung, dass sein Name Taha sei. Und ihr seht das auch hier auf der ersten Seite. Umar oder Taha ibn Muhammad ibn Fatuh al-Dimashqi al-Bayquni al-Shafi'i. Man weiß nicht, wann er geboren wurde. Und es wird gesagt, dass er vor dem Jahr 1080 nach der Hijra gelebt hat. Also selbst der Todestag, der genaue Todestag, ist bei ihm nicht bekannt. Al-Bayqun hat er ja selber erwähnt. Am Ende von diesem Büchlein oder von diesen Gedichten erwähnt er diesen Namen. Und wenn es dann inshallah soweit ist, werden wir nochmal darauf eingehen. Und Al-Bayqun wurde gesagt, Badruddin al-Hassani sagte, Bayqun ist eine Ortschaft oder ein Dorf in Aserbaidschan. Und Aserbaidschan, das ist eine Gegend oder ein Land, welches westlich oder welches zwischen dem Kaspischen und zwischen dem Schwarzen Meer liegt. Heute ein Staat, welcher nördlich von Iran und zwischen Georgien und Armenien liegt. Und diese Gegend hieß schon zu Lebzeiten des Sahaba so, Aserbaidschan. Und es wurde gesagt, Bayqun Qaryatun fi Iqlim Aserbaidschan bi Qurbil Akrad. Aserbaidschan ist eine, Bayqun ist ein Dorf in der Provinz Aserbaidschan in der Nähe der Kurden. Das wurde erwähnt.
Jetzt wird sich die Frage stellen, wieso Ad-Dimashqi? Es kann sein, dass er dann später, dass er ursprünglich aus Baikun, also aus Aserbaidschan, stammte, aber dass er sich dann später in Dimashq niedergelassen hat. Und das kann man so machen und das haben viele so gemacht. Zum Beispiel Ibn Rajab, der bekannte Gelehrte, er stammte ursprünglich aus Bagdad, hat sich aber dann später in Dimashq aufgrund der Tataren, die dann in den Irak eingezogen sind, er hat sich dann später mit seiner Familie in Dimashq niedergelassen. Und deswegen sagt man Ibn Rajab al-Baghdadi thumma al-Dimashqi. Also wenn man in einem Ort oder in einer Ortschaft gelebt hat und dann umgezogen ist, kann man sich beiden Ortschaften zuschreiben. Das weiß man über ihn. Und dass er dieses Gedicht, dieses großartige Gedicht, verfasst hat. Und diese Vorgehensweise, die gab es bei einigen Gelehrten. So haben sie manchmal mit Absicht versucht, nicht bekannt zu sein und nichts über sich selbst erzählt und nicht zugelassen, dass andere Leute etwas über sie geschrieben haben. Oder vielleicht wurden sie gefragt und sie haben nichts preisgegeben, damit dies noch näher an der Aufrichtigkeit ist, noch näher an Al-Ikhlas ist. Und wir sagen, vieles deutet darauf hin, dass dieser großartige Muhaddith, dieser Hadith-Gelehrte, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Vorhaben von ihm akzeptiert hat. Denn wir kennen ihn nicht, aber dieses kleine Gedicht gehört zu den verfassten Niederschriften, die nach dem Koran und manchen Sunna-Büchern am meisten auswendig gelernt wurden. Und ich kenne kein Werk im Bereich der Hadith-Wissenschaften, welches auswendig gelernt wird oder so sehr auswendig gelernt wird von den Schülern, wie dieses kleine Büchlein von Al-Hafiz al-Baiquni oder von Sheikh al-Baiquni. Und möge Allah Ta'ala ihm barmherzig sein. Das soweit zum ersten Punkt, zu dem Autor. Kommen wir zu der zweiten Einleitung. Und zwar diese Manzuma. Manzuma bedeutet auf Arabisch Gedicht. Diese Manzuma al-Baiquniyya und sein Themengebiet. Worum geht es hier? Und wir gehen hier einige Unterpunkte durch. Insgesamt sind das sechs Unterpunkte. Erstens, diese Manzuma, dieses Gedicht beinhaltet 34 Verse. Und Vers nennt man im Arabischen Beit. Beit und die Mehrzahl Abiyat. Wir sagen also, diese Manzuma hat 34 Abiyat. Und in diesen 34 Versen ist er auf 32 Arten der Hadithe oder der Hadith-Wissenschaften eingegangen. Weil was die Hadith-Wissenschaften angeht, so gibt es verschiedene Arten. Al-Sahih, al-Authentisch, also der authentische Hadith, das ist eine Art. Al-Hasan, der gute Hadith, das ist eine weitere Art. Al-Da'if, das ist eine weitere Art. Und es gibt sehr viele Arten des Hadith. Und er, der Autor, ist hier in dieser Manzuma auf 32 verschiedene eingegangen. Er ist nicht auf alle Arten eingegangen. Denn manche Gelehrte haben weit über 60 oder sogar 70, manche sogar bis zu 100 Arten aufgezählt. Er hat hier viele wichtige Arten auf jeden Fall erwähnt. Aber was auch für uns wichtig ist, dass wir wissen, er hat nicht alle Arten erwähnt. Aber die wichtigsten Arten hat er erwähnt. Und das ist auch jetzt für den Einsteiger ist das passend, dass er erstmal zumindest einen Überblick in diese Wissenschaft bekommt. Und das Themengebiet ist Mustalah oder Ilm Mustalah al-Hadith. Ilm Mustalah al-Hadith, wie es hier auch erwähnt wurde, oben. Die Wissenschaft der Hadith-Terminologie.
Ilm, Mustalah al-Hadith, kann man im Deutschen übersetzen mit Wissenschaft der Hadith-Terminologie. Was bedeutet Hadith-Terminologie? Oder was bedeutet Ilm al-Mustalah, die Wissenschaft der Terminologie? Al-Mustalah, weil man hört immer Mustalah, Mustalah. Was bedeutet Al-Mustalah? Mustalah wurde auf verschiedene Art und Weisen definiert. Wir nehmen und merken uns eine Definition, die wahrscheinlich am präzisesten ist. Mustalah bedeutet eine Wissenschaft, die den Zustand des Überlieferers und des Überlieferten überprüft, ob sie angenommen oder abgelehnt werden. Was ist mit Überlieferer gemeint? Mit Überlieferer ist die Kette gemeint. Auf Arabisch würde man sagen Al-Isnad. Die Überlieferungskette des Hadith. Und mit überliefert ist Al-Metn gemeint, oder mit dem Überlieferten ist Al-Metn gemeint, der Text. Wir haben zum Beispiel eine Überlieferungskette. Imam al-Bukhari sagt, Haddathana al-Humaydi, qala Haddathana Sufyan, qala Haddathana Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qala Akhbarani Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, an Al-Qamata ibn Waqasin al-Layfi, annahu sami'a Umar ibn al-Khattabi, radiyallahu anhu, qala. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات. Das was ich jetzt bis auf das letzte Wort erwähnt habe, das ist die Sanad. Und das was der Prophet spricht oder gesprochen hat oder wie er beschrieben wird, das ist dann der Matn. Also ich wiederhole nochmal: Mustalah bedeutet Ilm al-Mustalah bedeutet eine Wissenschaft, die den Zustand des Überlieferers, also des Senat und des Überlieferten, Al-Metten, der Text, überprüft. Auf was überprüfen wir diese zwei Sachen? Ob diese angenommen werden oder abgelehnt. Ob wir diesen Hadith akzeptieren oder ablehnen. Naam. Kommen wir zum zweiten Unterpunkt. Ta'rif al-Hadith. Die Definition von Al-Hadith. Was bedeutet Al-Hadith? Und wir sind Schüler des Wissens und beschäftigen uns mit der Hadith-Wissenschaft. Und wenn man gefragt wird, was bedeutet Hadith oder was ist die Sunna, dann sagen wir zunächst einmal Hadith sprachlich, linguistisch, also sprachlich. Bedeutet Hadith im Arabischen etwas, was neu ist, das Neue. Zum Beispiel, du sagst, هذا الكتاب خرج حديثا. Dieses Buch ist neu rausgekommen. Oder man sagt eine Überlieferung. Fachbegrifflich bedeutet Sunna oder Hadith, also Hadith. Fachbegrifflich bedeutet Hadith etwas, was dem Propheten sallallahu alaihi wasallam an Aussage oder an Tat oder an Bestätigung oder an Beschreibung zugeschrieben wird. Das ist wichtig. Das interessiert uns. Ich wiederhole. Was bedeutet Hadith? Hadith bei den Hadith-Gelehrten ist eines folgender vier Sachen. Entweder die Aussage des Propheten. Der Prophet hat gesagt, innamal a'malu bin niyat. Oder die Tat des Propheten, wenn ein Sahabi kommt und sagt, der Prophet hat, sallallahu alaihi wasallam, hat so und so gebetet. Oder, also das erste ist al-Qaul, das zweite ist al-Fi'l, das dritte ist al-Taqrir. Taqrir ist eine Bestätigung. Er bestätigt etwas. Ein Sahabi macht etwas oder sagt etwas in Anwesenheit des Propheten alaihi salatu wasalam, und der Prophet stimmt dem
stillschweigend zu. Oder er bestätigt das. Und dann gibt es viele, viele Beispiele. Zum Beispiel ein Sahabi hat einmal im Gebet, nachdem er sich vom Ruku' erhoben hat, hat er gesagt, der Prophet a.s. sagte, Sami' Allahu liman hamida. Und der Sahabi hat dann gesagt, Rabbana lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Das hat er von sich aus gesagt. Und als der Prophet dann a.s. das gehört hat, sagte er nach dem Gebet, wo ist derjenige, der das gesagt hat? Und der Mann sagte, ich habe 12 Engel gesehen, wie sie sich beeilt haben, dies niederzuschreiben. Und ich glaube, in einer anderen Überlieferung heißt es 30 Engel. Also er hat etwas gemacht, dieser Sahabi, radiyallahu anhu, und der Prophet hat das bestätigt, hat dem zugestimmt. Und viertens die Beschreibung. Die Beschreibung, die äußerliche Beschreibung, wie hat er ausgesehen, wie ist er gelaufen, wie hat er getrunken oder wie hat er sich bewegt. Oder die Beschreibung seines Charakters zum Beispiel. Na, das ist kurz gefasst die Definition von Hadith sprachlich und fachbegrifflich. Ihr hört mich, ja? Kommen wir zu dem dritten Unterpunkt. Der dritte Unterpunkt: Sharaf Ilm al-Hadith. Die Ehre und die Vorzüglichkeit und das Besondere der Hadith-Wissenschaft. Und jeder Schüler, der das hört, er freut sich. Das ist wie eine Bushra, wie eine frohe Botschaft für denjenigen, der sich mit dieser Wissenschaft auseinandersetzt. Und wir zum Beispiel oder ihr seid jetzt Schüler des Hadith, ihr habt jetzt angefangen, euch mit dieser Wissenschaft zu beschäftigen, diese Wissenschaft inshallah zu studieren. Allah Ta'ala sagte im Koran, oder zunächst einmal, allgemein das Wissen gehört zu den besten und edelsten Taten allgemein. Allah sagte im Koran, in Surat Mujadila oder Mujadala, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Allah erhöht diejenigen von euch, die glauben, und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, um Rangstufen. Also diejenigen, denen Wissen gegeben wurde, die erhöht Allah um Rangstufen. Egal welche Art vom islamischen Wissen. Und dazu zählt auch die Hadith-Wissenschaft. Das ist erstens. Zweitens, Allah Ta'ala sagte im Koran in Surat Al-Ahqaf im vierten Vers, إِتُونِ بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ. Bringt mir doch ein Buch vor diesem herbei oder die geringste Spur von Wissen. Hier wird folgendes Wort erwähnt. أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ. Oder die geringste Spur von Wissen. Al-Hakim, der große Hadith-Gelehrte Al-Hakim, überlieferte über Mutir oder Mutar Al-Warraq, dass er sagte, mit Spur ist hier die Überlieferungskette des Hadith gemeint. Also derjenige, der sich mit der Hadith-Wissenschaft beschäftigt, automatisch, kommt er dann natürlich auch in Kontakt mit der Überlieferungskette. Und hier mit Spur ist das gemeint. Drittens, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهِ رَوَاهُ أَحْمَدْ وَأَبُوْ دَاوُدْ وَالْتِرْمِذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
In diesem Hadith sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, möge Allah Wonne und strahlendes Glück demjenigen geben, der von uns eine Aussage oder einen Hadith hört und es einem anderen überbringt und berichtet. Und manch einer überbringt dieses Wissen jemandem, der mehr Verständnis davon hat als er. Und manch ein Träger des Wissens ist nicht jemand, der auch Schlüsse daraus ziehen kann und kein Faqih. Also hier wird in diesem Hadith derjenige gelobt, allgemein, der einen Hadith hört, der sich mit Hadithen beschäftigt und dieses weiterleitet oder weiterberichtet, selbst wenn er nicht den Fiqh des Hadith verstanden hat. Und das gibt es manchmal. Jemand hört einen Hadith und er gibt es und berichtet es einem anderen weiter und dieser andere versteht den Hadith eher und hat eher Wissen über diesen Hadith. Und hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht oder hat Bittgebete gesprochen. Er sagte, Naddarallahu mra'an, möge Allah Wonne und strahlendes Glück demjenigen geben, der von uns eine Aussage hört, einen Hadith hört. Und dieser Hadith ist mutawatir, er wurde vielfach überliefert von mehr als 20 Sahaba. Und hier der Gesandte Allahs, alayhi salatu wasalam, spricht Bittgebete für denjenigen, der seine Sunna lernt. Möge Allah uns von diesen sein lassen, der seine Sunna lernt und der sie weiter lehrt. Und daraus entnimmt man aus diesem Hadith oder wird man angespornt, nach dem Hadith und nach seinen Wissenschaften zu streben. Und Imam Sufyan ibn Uyayna, der große Imam, der im Jahre 198 nach der Hijra gestorben ist, er sagte über diesen Hadith, مَا مِنْ أَحَدٍ يَطْلُبُ الْحَدِيثَ إِلَّا وَفِي وَجْهِهِ نَضْرَهَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ نَضَّرَ اللَّهُ مْرَأً سَمِعْ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهَ. Er sagte, es gibt keinen, der, oder er sagte, jeder, der nach dem Hadith strebt, so ist eine Nadra, also so ist ein strahlendes Glück oder ein Strahlen, ist ein Strahlen in seinem Gesicht zu sehen. Weil der Prophet alaihi salatu wasalam gesagt hat, möge Allah Wonne und strahlendes Glück demjenigen geben. Und das wurde überliefert von Al-Khatib al-Baghdadi in seinem besonderen Werk Sharaf Ashab al-Hadith. Der Vorzug oder die Edelheit oder der Edel der Leute des Hadith. Und das ist wirklich ein kleines Buch mit ungefähr ca. 300 Überlieferungen, wo es aber um diese Thematik geht. Und subhanallah, ich habe das Buch jahrelang gesucht, bis alhamdulillah Allah es mir ermöglicht hat, eine alte Kopie zu finden. Ansonsten, ich habe wirklich sogar in anderen Ländern nach dem Buch gefragt und über Jahre und bis es mir dann ermöglicht wurde. Und in diesem Buch, auch in Sharaf Ashab al-Hadith, wurde überliefert, dass zu Imam Ahmad ibn Hanbal, der im Jahre 241 nach der Hijra gestorben ist, gesagt wurde, إِلَى مَتَى يَكْتُبُ الرَّجُلُ الْحَدِيثِ. Bis wann soll man sich mit dem Hadith beschäftigen und den Hadith niederschreiben? Ahmad sagte, حَتَّى يَمُوتَ. Bis er stirbt. Bis er stirbt, soll er sich mit dem Hadith beschäftigen und ihn niederschreiben. Und ebenfalls in dem Buch, Sharaf Ashab al-Hadith, sagte Az-Zuhri, لا يطلب الحديث من الرجال إلا ذكرانها ولا يزهد فيه إلا إناثها. الزهري, der im Jahre 124 nach der Hijra gestorben ist und er war der Lehrer von Imam Malik, er sagte, nach dem Hadith streben unter den Männern nur die männlichen. Und nur die Verweiblichten entsagen sich und entfernen sich davon. Und das bedeutet jetzt nicht, dass nur der Mann
danach strebt, sondern das ist ein Ansporn, dass jeder sich mit den Hadithen beschäftigen soll, sowohl Mann als auch Frau. Und ebenfalls in Scharf Ashab al-Hadith wird überliefert, dass zu Imam Ahmad gesagt wurde, ein gewisser Ibn Abi Qutayla in Mekka erwähnte die Leute des Hadith. Und dann sagte er, Ashab al-Hadith, Qawmusu, die Leute des Hadith sind schlechte Leute, sind üble Leute. Und dann stand Abu Abdullah, also Imam Ahmad, auf und er schüttelte sein Gewand und sagte, Sindir, 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 das ist ein Ketzer, das ist ein Ketzer, das ist ein Ketzer. Warum? Weil er die Leute des Hadith schlecht geredet hat. Und solche Leute gibt es in der heutigen Zeit leider, die Leute des Hadith schlecht reden, allgemein. Sie reden über Imam al-Bukhari schlecht und sie beleidigen ihn. Oder sie reden über Imam Muslim schlecht und al-Tirmidhi und al-Dharqutni und über die späteren Leute des Hadith und Hadithgelehrten. Und hier Imam Ahmad hat ihn als Ketzer bezeichnet. Und Ketzer ist ein Heuchler, der in Abtrünnigkeit gefallen ist. Also er hat ihn zum Ungläubigen erklärt, weil er die Leute des Hadith schlecht geredet hat. Wie ist es dann erst, wenn man den Hadith selbst schlecht redet und den Hadith vielleicht ablehnt und nicht akzeptiert, so wie es manche Leute tun, die sagen, lass den Hadith, wir interessieren uns nicht für den Hadith, der Hadith ist so und so. Na, und vielleicht noch eine letzte Überlieferung. Imam al-Mubarak sagte, Al-Isnadu min ad-Din, die Überlieferungskette zählt zu der Religion. Walawla al-Isnad laqala man sha'a ma sha'a. Und würde es nicht die Überlieferungskette geben, so würde jeder das sagen, was er sagen will. Und das ist die Besonderheit der muslimischen Gemeinschaft, dass wir bei alles einen Isnad haben. Wir haben einen Isnad, also eine Kette bis zum Koran. Wir haben eine Kette, also bis zum Koran, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Sahaba vorgetragen hat. Wir haben bei den Hadithen Asanid, wir haben bei den Fiqh-Büchern Asanid, wir haben sogar bei den Gedichten Asanid. Und alles, was wir überliefern, überliefern wir mit Isnad, sodass man nachprüfen kann. Wurde das wirklich gesagt oder nicht? Und würde es diesen Isnad nicht geben, dann würde jeder sagen, was er will. Und man könnte das nicht überprüfen. So wie es bei den anderen Religionen der Fall ist. Jemand kommt und sagt eine Sache. Okay, was ist der Beweis, dass Musa a.s. das gesagt hat, dass Isa a.s. das gesagt hat? Ja, und deswegen man sagt, die Juden haben eine Überlieferungskette, die endet aber 1000 Jahre vor Isa. 1000 Jahre vor Musa. Also zwischen ihrer Kette, wo sie dann endet, bis Musa, dazwischen liegen 1000 Jahre. Und bei uns, wenn nur 10 Jahre nicht klar sind, wenn nur eine Person in der Überlieferungskette unbekannt ist, dann nehmen wir diese Überlieferung und wir legen sie beiseite und akzeptieren sie nicht. Na, kommen wir zum vierten Unterpunkt, 2.4. Die Beweiskraft der Sunna, Hujjiyat as-Sunna. Warum ist die Sunna wichtig? Oder welchen Stellenwert hat die Sunna? Die Sunna ist eine Eingebung und eine Offenbarung von Allah, die er seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart hat. Allah sagte im Koran in Surat Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Und er spricht nicht von seinen Gelüsten aus. Vielmehr ist es Eingebung, die ihm offenbart wird. Oder vielmehr geben wir ihm das ein. Und die Sunna ist ein Teil des Glaubensbekenntnisses. Wir sagen, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wenn wir sagen, wir bezeugen, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, dann
bezeugen wir gleichzeitig die Sunna. Und derjenige, der die Sunna leugnet, er leugnet gleichzeitig auch den Koran. Allah sagte im Koran: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ in Surat al-Hashr. Und was euch der Gesandte gegeben hat, so nehmt es. Und was er euch verboten hat, so lasst davon ab. Und was hat er uns gegeben? Alayhi salatu wasalam, er hat uns die Sunna gegeben. Und in einem anderen Vers in Surat an-Nisa heißt es: وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ. Und wer dem Gesandten gehorcht, so hat er Allah gehorcht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. Er sagte: Haltet an meiner Sunna fest und an der Sunna der rechtgeleiteten Khulafa. Beißt daran mit euren Backenzähnen oder beißt euch daran fest mit euren Backenzähnen. Und dieser Hadith ist authentisch. Und in einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ah. Rawahu Abu Dawud wa sakata an. Er sagte: Wahrlich, mir wurde das Buch und etwas, was wie das Buch ist, gegeben. Das Buch ist der Koran. Und was wurde dem Propheten außer dem Koran noch gegeben, was wie der Koran ist? Die Sunna, seine Sunna. Bevor wir hier weitermachen und zum fünften Punkt kommen, seht ihr das hier an der Tafel? Moment, seht ihr das hier an der Tafel? Das ist die Seite 4. Und zwar, das ist jetzt eine Gelegenheit, wo wir vielleicht über diesen wichtigen Punkt sprechen können. Und zwar, es geht weiterhin noch um den vierten Punkt, um die Beweiskraft und die Stellung der Sunna. Manche Leute kommen und erwähnen folgendes Scheinargument. Sie sagen, die Sunna des Propheten oder die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, von der ihr sprecht, sie wurde erst ab dem zweiten oder ab dem dritten Jahrhundert, 200 Jahre nach dem Propheten alaihi salatu wasallam, niedergeschrieben. Weil ihr sagt immer Al-Bukhari und Muslim. Dieser Al-Bukhari, er ist 250 oder 256 nach der Hijra gestorben. Dieser Muslim, von dem ihr sprecht, er ist 261 nach der Hijra gestorben. Und er will damit sagen, dass davor die Sunna nicht vorhanden war und dass sie erst dann gesammelt wurde, im Jahre 200 oder 250 nach der Hijra. Und derjenige, der dies behauptet, so ist er unwissend über die islamische Geschichte und auch unwissend über die Hadith-Wissenschaften. Und ich habe hier eine kleine Skizze versucht, so gut es geht, darzustellen, auch wenn mir das vielleicht nicht sehr gut gelungen ist. Und zwar hier, ihr seht diese vier Stufen. Wir haben hier oben in grün Al-Bukhari und Muslim. Sie sind beide ungefähr nach 250 nach der Hijra gestorben. Dieser Al-Bukhari und dieser Muslim, sie hatten Lehrer und Schuyuch, von denen sie gelernt und von denen sie gehört haben. Dazu zählten unter anderem, sie hatten hunderte von Schuyuch. Ich habe immer hier in jeder Stufe nur zwei aufgezählt. In der ersten Stufe Al-Bukhari und Muslim. Wir sind jetzt ungefähr bei 250 nach der Hijra. Diese zwei hatten Lehrer. Und zwei dieser Lehrer waren Ahmed ibn Hanbal und ibn Abi Shayba. Ahmed hat ein Buch verfasst, ein Sunna-Buch. Also er hat auch Hadithe gesammelt, vor Al-Bukhari schon. Und Al-Bukhari, sein Werk, hatte ca. 8000 Hadithe. Ahmed ibn Hanbal hat ein Hadith-Werk gesammelt mit ca. 30.000 Hadithen. Und Ahmed war vor Bukhari, er war ja der Lehrer von ihm.
Dann haben wir Ibn Abi Shaybah. Er war ebenfalls Lehrer von den Leuten der Hadith, von den späteren Hadith-Verfassern. Und er war auf einer Stufe wie Ahmed, weil er ungefähr in der gleichen Zeit gelebt hat. Dieser Ibn Abi Shaybah hat ebenfalls ein Hadithwerk verfasst mit insgesamt 37.000 Hadithen. Also Al-Bukhari hatte 8.000 Hadithe. Ahmed ibn Hanbal hatte, Muslim hatte 7.000, Ahmed hatte 30.000, Ibn Abi Shaybah 37.000 Hadithe. Und beide waren vor Al-Bukhari und Muslim. Okay, gehen wir noch eine Stufe runter. Zu den Lehrern von Ahmed ibn Hanbal und Ibn Abi Shaybah. Da gab es einen Abdurrazzaq al-San'ani aus dem Jemen. Er ist geboren im Jahre 126 nach der Hijra und verstorben im Jahre 211 nach der Hijra. Und einen Ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak aus Khorasan. Er ist im Jahre 118 nach der Hijra geboren und im Jahre 181 nach der Hijra verstorben. Beide hatten ein Buch oder beide hatten Hadithwerke. Dieser Abdurrazzaq hatte al-Musannaf mit insgesamt 19.000 Hadithen. Er ist der Lehrer von Ahmed. Ahmed ist extra in den Jemen gereist, um von diesem Abdurrazzaq zu hören und zu lernen. Okay, gehen wir nochmal eine Stufe runter. Gehen wir zu Malik ibn Anas, geboren im Jahre 93 nach der Hijra und gestorben im Jahre 179 nach der Hijra. Und zu Ma'mar ibn Rashid al-Azdi aus dem Jemen, der Lehrer von Abdurrazzaq, geboren im Jahre 95 nach der Hijra und gestorben im Jahre 153 nach der Hijra. Beide hatten Hadithwerke und Bücher, die sie gesammelt haben. Und zwischen ihnen, zwischen Malik zum Beispiel und Al-Bukhari, ist immer mindestens eine Person. Al-Bukhari hat Malik nicht erreicht, sondern er sagt oft, حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس oder حدثنا التنيسي عن مالك بن أنس oder حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس. Okay, ihr seht jetzt, wie viele Stufen. Wir sind jetzt drei Stufen runtergegangen. Wir sind nicht mehr im Jahre 250 nach der Hijra, sondern wir sind jetzt im Jahre 120, 130, 140 nach der Hijra. Malik, zwischen Malik, Imam Malik und dem Propheten a.s. waren meistens nur zwei Personen. Sein Lehrer und ein Sahabi. Das gleiche gilt für Ma'mar. Deswegen gibt es Überlieferungsketten, wo Malik sagt, über Nafi', über Ibn Umar. Also zwischen Malik und den Sahaba, die den Propheten a.s. gesehen haben, war eine Person. Ma'mar überliefert sehr oft über Hammam ibn Munabbih und dieser über Abu Huraira. Und apropos, dieser Hammam ibn Munabbih, er hatte auch ein Buch. Er ist aus dem Jemen zu Abu Huraira gekommen und hat gesagt, berichte mir, und hat dann niedergeschrieben und hat dann das niedergeschrieben, was Abu Huraira gesagt hat. Aber ich habe den jetzt nicht aufgezählt. Und deswegen sehen wir anhand dieser Skizze und dem, was ich erwähnt habe, dass diese Aussage falsch ist und nicht richtig ist und auf große Unwissenheit aufgebaut ist, dass man sagt, ja, die Hadithbücher wurden erst zu Zeiten von Al-Bukhari und Muslim 200 Jahre nach dem Propheten a.s. niedergeschrieben. Gehen wir wieder zurück zu den Punkten bei der Einleitung. Wir sind angekommen bei 2.5. Die Anzahl der überlieferten Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es ist schwierig, ganz genau zu sagen, so und so viele Hadithe wurden niedergeschrieben, weil sie wurden nicht alle in einem Werk niedergeschrieben, sondern sie wurden verteilt in verschiedenen Werken zusammengefasst. Und das ist eine gute Sache. Wenn es zum Beispiel Al-Bukhari nicht geben würde, die Sunna des Propheten alaihi salatu wasallam wäre trotzdem vorhanden. Wenn es Muslim nicht geben würde, die Sunna des Propheten a.s. wäre trotzdem vorhanden, weil es gibt kaum einen Hadith, den man nur zum Beispiel in Al-Bukhari vorfindet. Nein, man findet
das, was in Al-Bukhari ist, auch in den anderen Werken vor. Es wurde gesagt, beziehungsweise Imam Ahmad hat mir erwähnt, dass er 30 bzw. 40.000 Hadithe niedergeschrieben hatte in seinem Werk Al-Musnad, und es wurde gesagt, dass er 700.000 Hadithe auswendig hatte und dass das die Anzahl der Hadithe sei. Aber das stimmt so nicht, weil mit 700.000 sind die Überlieferungsketten gemeint. Manchmal hat er einen Hadith und diesen einen Hadith überliefert er zum Beispiel mit 10 verschiedenen oder 5 verschiedenen Überlieferungsketten. Na, kommen wir zu dem letzten Unterpunkt bei zweitens, die Zakat des Hadith. Was ist die Almose, die man zahlen muss? Weil wenn jemand Geld hat, muss er spenden. Und das gleiche gilt beim Wissen. Wenn jemand sich Wissen angeeignet hat, muss er eine Spende entrichten oder muss er eine Almose entrichten. Und genauso ist es beim Hadith. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, und so ließen sie ihn hinter ihren Rücken. Und Malik ibn Mirwal sagte, so ließen sie es nach dem Hadith zu handeln. Und die Zakat, die Almose des Hadith, ist, wenn man sich dieses Wissen angeeignet hat und neue Hadithe gelernt hat und gehört hat, dass man danach handelt. Und deswegen sagte Imam Ahmed, rahimahullah, ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي. Imam Ahmed sagte, ich habe niemals einen Hadith niedergeschrieben, außer dass ich auch danach gehandelt habe. Und eines Tages habe ich einen Hadith gesehen oder gelesen, in dem es heißt, dass der Prophet alaihi salatu wasalam die Hijama gemacht hat. Also er hat die Blutschröpfung oder hat sich Blut schröpfen lassen. Und er hat Abu Tayyib, ein Sahabi, der das für ihn gemacht hat, er hat ihm einen Dinar gegeben. Und ein Dinar ist viel. Und dann sagte Imam Ahmed, und ich habe auch einmal die Hijama gemacht und habe dann dem Hajjam auch einen Dinar, genau einen Dinar gegeben, damit ich genau nach diesem Hadith handle. Also er hat nach jedem Hadith zumindest einmal gehandelt. Rahimahullah. Und Sufyan al-Thawri, und dieser Sufyan al-Thawri, er wird Amir al-Mu'minin fil Hadith genannt. Und es gibt, ich kenne nur 3 oder 4, die diesen Beinamen hatten. Amir al-Mu'minin fil Hadith, der Führer des Gläubigen oder der Führer der Gläubigen im Hadith. Er sagte, rahimahullah, und er ist gestorben im Jahre 161 nach der Hijra. Er sagte, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Wenn du in der Lage bist, dass du selbst, wenn du deinen Kopf kratzen willst, dass du dies mit einer Überlieferung machst, dann mach das. Also er meint damit, alles, was du machst, versuch das nach einer Überlieferung, nach einem Hadith zu machen. Kommen wir zum dritten Punkt der Einleitung. Was ist das Ziel des Erlernens der Hadith-Wissenschaft und was sind die Früchte davon oder die Früchte dessen? Das Ziel ist, dass wir den authentischen Hadith vom schwachen Hadith unterscheiden können. Dass wir den gesunden Hadith vom kranken Hadith unterscheiden können und dass wir die Zufriedenheit Allahs durch das Erlernen dieser Wissenschaft erreichen. Viertens, die ersten Gelehrten, die Werke in der Hadith-Wissenschaft verfasst haben. Was wir hier haben, dieses Werk, dieses Büchlein, hat ein Gelehrter verfasst aus dem 11. Jahrhundert. Aber diese Hadith-Wissenschaft oder diese Wissenschaft, sie ist eine alte Wissenschaft. Und ich gehe vielleicht
Und ich erwähne vielleicht vier Namen, die wichtig sind. Es gibt viele Werke, es gibt viele, die darüber geschrieben haben, aber vier Namen. Es wird gesagt, dass der Erste, der ein Buch, so wie wir es heute kennen, über diese Wissenschaft verfasst hat, das war Abu Muhammad Ar-Ramah Hormozi. Ar-Ramah Hormozi, ein schwieriger Name. Ar-Ramah Hormozi. Das ist eine Stadt im heutigen Iran. Und dieser Ar-Ramah Hormozi ist gestorben im Jahre 360 nach der Hijra. Und er hat ein Buch verfasst und nannte es Al-Muhaddithu Al-Fasil Bain al-Rawi wa al-Wa'i. Im Jahre 360 nach der Hijra. Ar-Ramah Hormozi. So der Name ungefähr so. Bisschen schwieriger Name. Jetzt habe ich ihn. Der zweite, der in dieser Wissenschaft ein Buch verfasst hat, war Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, der bekannte al-Hakim, der auch ein großes Hadith-Buch verfasst hat. Er ist gestorben im Jahre 405 nach der Hijra. 405 nach der Hijra, und er hat ein Buch verfasst und nannte es Ma'rifatu Ilm al-Hadith. Der dritte ist Al-Khatib al-Baghdadi, Abu Bakr, gestorben im Jahre 463 nach der Hijra. Und dieser Khatib al-Baghdadi ist hier sehr wichtig, weil alle, die nach ihm gekommen sind, sind von seinen Büchern abhängig, weil er hat nicht nur ein Buch verfasst, sondern er hat etliche Bücher in dieser Wissenschaft verfasst. Und eines der wichtigsten ist Al-Kifaya fi Ma'rifati Usul Ilmi al-Riwaya. Und ebenfalls Al-Jami' al-Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami'. Und der vierte ist auch sehr wichtig, und zwar Abu Amr Uthman ibn Salah. Vielleicht hat der eine oder andere von ihm gehört, Ibn Salah. Er verstarb im Jahre 663 nach der Hijra und er hat ein Buch verfasst. Dieses Buch ist bekannt als Muqaddimat ibn Salah. Und die nach ihm gekommen sind, wie Ibn Hajar und Ibn Kathir und auch hier Al-Bayquni und so weiter, sie haben sich auf sein Buch gestützt oder an sein Buch gehalten. Und dieser Ibn Salah, er war ursprünglich aus dem kurdischen Gebiet und hat sich dann später in Scham, also in Dimaschk, niedergelassen. Er stammte sogar aus Shahrazur. Shahrazur ist eine kleine Ortschaft und ein Dorf in der Nähe sogar von dem Dorf, wo ich herstamme. Rahimahullah. Na, kommen wir zu dem letzten Punkt bei der Einleitung. Und zwar die Aufzeichnung, die Protokollierung der Sunna und der Fortschrift der Hadith-Wissenschaft. Und es gibt hier drei Epochen oder drei Phasen, die wir uns merken. Die erste Phase, die Phase zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo bereits die Sunna aufgezeichnet, protokolliert und auch niedergeschrieben wurde. Die zweite Phase ist nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts. Also bis ungefähr 200. Und die dritte Phase, die sogenannte goldene Phase, die ist dann im dritten Jahrhundert. Warum wird sie goldene Phase genannt? Sie wird so genannt, weil in diesem Jahrhundert war Al-Bukhari und Muslim und Abu Dawud und An-Nasa'i und At-Tirmidhi und Ibn Majah und Abu Zur'a und Abu Hatim und Ibn Khuzaymah, die ganzen großen bekannten Hadith-Werke wurden in dieser goldenen Phase im dritten Jahrhundert niedergeschrieben. Vielleicht gehen wir kurz und schnell diese Phasen durch. Die erste Phase, wo der Hadith
aufgezeichnet und protokolliert wurde und wo auf die Hadith-Wissenschaften eingegangen ist, zu Lebzeiten des Propheten, alayhi salatu wasalam, so sagte der Prophet, sallallahu alayhi wasalam, Inna kathiban alayya leysa ke kathibin ala ghayri, faman kathaba alayya muta'ammidan fal yetabawwa maq'adahu minan nar. Er sagte, wahrlich, über mich zu lügen ist nicht so, wie wenn man über jemand anderen lügt. Und derjenige, der absichtlich über mich lügt, so ist sein Platz im Höllenfeuer. Das deutet darauf hin, dass der Prophet alaihi salatu wasalam schon zu seinen Lebzeiten diese wichtige Regel aufgebaut hat. Achtet darauf bei den Hadithen. Erfindet nichts. Seid genau bei der Wiedergabe. Und Allah sagte im Koran, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O die ihr glaubt, wenn ein Frevler mit einer Nachricht kommt, so vergewissert euch. Und das ist eine Regel, an die sich die Hadith-Gelehrten stets gehalten haben, dass sie überprüft haben, wer ist derjenige, der uns etwas überliefert hat. Und ebenfalls der Hadith, den wir vorhin erwähnt hatten, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, نَضَّرَ اللَّهُ مْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا, wo er dieses Bittgebet für denjenigen gesprochen hat, der den Hadith hört und weitergibt. Und das ist auch eine Ermutigung und ein Ansporn. Die zweite Phase nach dem Tod des Propheten alaihi salatu wasalam, die Sahaba radiallahu anhum, waren vorsichtig. Anas ibn Malik, der zu denen gehörte, die viele Hadithe, die meisten Hadithe, mit die meisten Hadithe überliefert hatten, so sagte Anas, إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالْ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا إِلَى آخر Hadith. Er sagte, ich habe viel von den Propheten gehört, aber was mich daran hindert, euch vieles zu überliefern oder vieles zu berichten, ist, dass der Prophet gesagt hat, wer absichtlich über mich lügt. Der Hadith. Und Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin, gestorben im Jahre 110 nach der Hijra, ein Tabi'i, sagte, لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. Sie pflegten am Anfang nicht nach der Überlieferungskette zu fragen, weil der Sahabi ist da. Man hört direkt vom Sahabi. Aber dann, wo es eine Stufe weiterging und die Fitna sich verbreitete, pflegten dann die Leute ganz genau zu fragen, von wem hast du das gehört? Und dann sagt er weiter, فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. Und dann schauten sie sich die Hadithe der Leute der Sunna an und sie akzeptierten ihre Hadithe. Und sie schauten sich die Hadithe der Leute der Bid'a, der Neuerung an und lehnten diese ab. Naam, und dann kam es zur dritten Phase, die goldene Phase, wo dann Al-Bukhari und Muslim und so weiter kamen und anfingen, die Hadithe zu sammeln und in Büchern niederzuschreiben. Und jeder hatte hierbei seine eigene Vorgehensweise. Al-Bukhari und Muslim sagten, wir sammeln nur authentische Hadithe. Alles andere schreiben wir nicht nieder. Die anderen sind dann gekommen. Abu Dawud hat gesagt, nein, ich sammel Hadithe allgemein, die in Ordnung sind, selbst wenn eine gewisse Schwäche vorhanden ist. At-Tirmidhi ist gekommen und hat gesagt, ich sammle sowohl authentische als auch schwache Hadithe. Und ich verzeichne in meinem Buch auch schwache Hadithe. Warum? Damit ich darauf hinweise, dieser Hadith ist schwach und damit ich das erwähne und man weiß, dass dieser Hadith zum Beispiel schwach ist. Na, das soweit zu der Einleitung.